You are, das ist eine ganz besondere Nummer für mich und für mein linkes Bein. Nein, für mein rechtes Bein. Bei dem DVD-Dreh, als wir diesen Song gesungen haben, habe ich mir einen richtig üblen Bänderriss geholt. Und das war ganz am Anfang des Konzertes, ich glaube der zweite Song oder so. Und ich wusste, ich hätte das Konzert niemals durchstehen mit einem Bänderriss. Ich wusste natürlich nicht, dass ich mir ein Band gerissen hatte. Aber ich wusste eins, du bist, you are. Und darum geht es in dem Song, dass Gott ist, wer er ist und dass er nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Und während ich diesen Song gesungen habe, hat er eigentlich zu mir gepredigt, dass es nicht darauf ankommt, ob ich gesund bin, ob meine Beine funktionieren, sondern dass er einfach ist. Und dass Gott so eine Power hat, dass er dem Sturm sagt, ey, ich habe gerade keine Zeit für dich, du müsstest später nochmal wiederkommen. Da gibt es die Geschichte in der Bibel, wo er dem Sturm einfach sagt, geh jetzt, schweig still. Und das hat uns einfach geflasht, das hat uns berührt. Und der Song drückt das musikalisch so aus, dass wir wirklich Gospel, Chorgesang mit Worship-Gedanken gemixt haben. Und das Ganze wird von Drumbeats mit ein bisschen House abgefangen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeigen wir euch hier in unserer intimen kleinen House-Session.